Jede Menge. Also, das wird auch noch lustig, was da so kommt. Und wo wir beim Geld sind, es gibt wir hatten letztes Mal gerätselt wegen EC-Abbuchungen und sowas. Was gibt es da außer Girogo von den Sparkassen? Es gibt noch VPay von Visa, was aber auf EC-Karten irgendwie geht. Echt? Das hatte ich nicht gedacht. Ja, also irgendwie hat da Visa die Finger drin und es existiert und das ist genauso, vermutlich genauso funktionierend wie die normale Visa oder Mastercard kontaktlos, nämlich gar nicht. Ich habe es nochmal probiert. Ich habe jetzt MyWallet von der Telekom, hast du auch besorgt. Und gut. Ich habe es auch noch nicht probiert, muss ich gestehen. Man muss es erstmal irgendwie freischalten, das war mir dann alles zu kompliziert. Ich habe den Brief dann auf meinen Schreibtisch gelegt, da ist inzwischen so ein Berg drüber gewachsen und das muss ich erstmal wieder auspacken, weil das ist schon, ich meine, dieses Kärtchen, diesen Sticker, den man sich an sein Telefon machen muss, das ist ja so ein Schinken, so ein riesen dicker Brocken. Ja, hier, dieser hier, Ja, ne? Also, genau. das ist halt wie eine, was halt so eine Scheckkarte dick ist, ne? Es ist schon ein bisschen dick, um es mal einfach so ins Case reinzukleben. Also, ich hatte jetzt, ich wollte Weißwurst kaufen und Ja. hab das versucht mit der MyWallet-Karte. Die wurde von der Kasse als kontaktlose Karte erkannt und dann hat sie gesagt, Karte ungültig. Obwohl sie vollständig aktiviert war und alles. Sie haben auch eine App im App Store, die man nicht findet, wenn man nach MyWallet sucht. Sondern du musst nach Cardcheck suchen. Sie ist auch nicht unter Telekom drin, sondern unter Click and Buy, weil das in dem Fall von Click and Buy geregelt wird. Waren da nicht irgendwelche QR-Codes auf diesen Briefen drauf? Wenn du den QR-Code scannst, dann kommst du auf den Mastercard super kontaktlosen Mastercard-Finder, der so eine A4 große Website auf das iPhone dann Ja, ziemlich drunter schön. schrumpft. Und man kann das nicht mobil benutzen. Und diese App, wenn man die dann im App Store sich von Hand geladen hat und sich mit seinen Zugangsdaten, die man sich da ausgedacht hat, einloggt, dann passiert nichts. Man kann sich nämlich nicht einloggen, weil die App kaputt ist. Schön, wer hat denn das alles zu verantworten? Ich verstehe das wirklich nicht. Das kann doch nicht sein. Ich meine, da stehen doch nicht einfach irgendwelche kleinen Buden dahinter. Da steht vor allem genau eine Bude dahinter. Ja, weil diese ganzen Produkte, M-Pass und MyWallet und SmartPass von der Vodafone, ist alles die gleiche Firma. Das ist eine Firma in UK, die schickt dir die ganzen Briefe, von der kommen die Überweisungen für diese Test, also diese 1-Cent-Überweisung, um dein Bankkonto zu verifizieren. Das ist alles eine Firma in UK. Und die macht das. Die macht auch diese Apps. Die hat da auch verschiedene. Also diese drei Produkte, die haben ja auch jeweils drei komplett unterschiedliche Wege, sich dort anzumelden und zu legitimieren. Und die Gebühren sind unterschiedlich. Ja, die einen haben irgendwie 3% Ausland, die anderen haben 1% Auslandseinsatz. Bei dem einen machst du ein Postident, um dich zu dingsen. Bei dem anderen musst du ein Foto von deinem Führerschein hochladen per E-Mail. Ja, also solche Sachen einfach bei jedem anders. Die Vodafone-App, bei der kann man sich zumindest mal einloggen. Das funktioniert soweit, aber bei der Telekom halt nicht. Ja, aber es ist halt alles kaputt. Und ich habe von euch gehört auf Twitter, manche benutzen diese Karten zum Tanken. Ich habe bis jetzt noch keinen Laden gefunden, der sie wirklich erfolgreich annimmt. Und diese Kassiererin im Supermarkt hat gemeint mit den Weißwürsten, so, ich soll die Karte bitte oben drauflegen, weil an der Seite, wo das Symbol aufgedruckt ist, da wird es nicht gehen. Genau. Ja, also sie hat auch schon Kunden gehabt, bei denen es funktioniert hat. Jedenfalls nicht mit der MyWallet. Und ich habe ein E-Mail bekommen oder einen Brief sogar bekommen von, ihr wisst noch, Pay11, dieses Ja. Dings, die in den Kopfhöreranschluss vom iPhone rein Magnetenstreifen von der Kreditkarte durchziehen und dann Geld abbuchen, so für einen mobilen Händler und sowas. Die schaffen das jetzt für 2015 ab, diesen Magnetstreifenleser, und dann musst du dir dieses Chip-and-Pin-Gerät kaufen. Das dann per Bluetooth angebunden wird, was dann kostet, glaube ich, 55 € das Lesegerät. Das ist dann Dingsy für einen Kopfhörer, haben sie verschenkt. Und diese Lesegeräte sind auch wieder größtenteils eine Firma, die herstellt. Auf dem Ding läuft schon Flappy Bird, also ist top sicher. Und der andere Anbieter, der geschrieben hat, war Paymill hat geschrieben, die stellen ab jetzt auch jetzt oder ab Januar um auf, du musst
bitte, danke, auf jeden Fall 3D-Secure-Blödsinn einschalten, sonst spielen sie nicht mehr mit. 3D-Secure ist sowieso so gut. Das ist der Beste. Also auch so dreidimensional. Mhm, weil, naja, weiß schon. Was ist denn mit dem skandinavischen Anbieter? Die haben ja immer schon so Chip und also so Chip-Dinger gemacht. iZettel. Die hatten aber, ja, genau. Vom iZettel habe ich auch noch so einen Magstripe-Laser. Oder Alex? Du bist doch hier Skandinavien-Fachmann. Ja, aber ich habe gar nicht zugehört. Weil ich außer dem Raum war, ihr habt doch gesehen, dass ich erst wiederkomme. Also eine Frage. Hallo, ein kleines Kind hier am Arm. Und was sagst du dazu? Also ich bin irgendwie überzeugt, dass die bei mir, dass ich so ein Reinsteck-Ding von dem bekommen hatte. Kann sein, aber dann ohne PIN, sondern nur mit, iZettel, Alex. Ach so, iZettel, ja. Haben die einen Magstripe oder einen Chip-and-PIN-Laser gehabt am Anfang? Am Anfang? Oh. Jetzt, wo du sagst, du hast recht, das war ein Dock-Connector-Adapter, genau. Ja, aber genau. Nur für, ach und dann PIN auf dem Bildschirm, genau. So. Ja. Okay, ja, hast du recht. Nun gut, also da bewegt sich was, auch 2015. Dass also die Haftungsfrage da auch, wie das wohl auch in Amerika ist, da ein bisschen rumgeschubst wird, wer da bezahlen darf. Auf jeden Fall haben die jetzt von iZettel auch so ein Gerät. Bluetooth. Das ist das Flappy Bird Gerät. Vermutlich. Sehr gut. Das haben sie bei, das war glaube ich bei der Black Hat, hatten sie diese Flappy Bird Geschichte auf diesen topsicheren Geräten da installiert. Dann haben sie gesagt, ja, wir wollen aber keinen Ärger von den Firmen, deswegen sagen wir nicht, welche Firmen betroffen sind. Es sind Firmen, die sich auf Bezahlfreund reimen oder so. Ja. Ja. So ähnlich auf jeden Fall.